Ja, weiter beim Query-Aufbau. How to Aufbau a Query in the Ender. Das ist unser Tutorial hier. Mit der Größe, dass sie auch den ganzen Ender mitnimmt. In die Kiste. Oder in die Kisten. Das Ende ist in der Kiste. Nicht vergessen. Also, den habe ich schon mal eingegeben. 54, nein, das ist ein Block zu hoch. Lol, das war jetzt viel zu niedrig. Es ist kein leichter Kampf, würde ich sagen. Vor allem nicht bei der Oh ja, es hohen. hat funktioniert. Hä? Da Hat muss man das doch Ding mit einfach. zwei. Was soll der Scheiß? Man muss doch bei Platzmarker einfach Rechtsklick machen und dann sollte eine Linie entstehen. 97x. Ja, ich müsste rein theoretisch richtig sein. Also, ich stehe gerade nicht mal eine Linie zu einer Seite. Okay, dann habe ich keinen Bock drauf. Lol. Ich will meinen Platzmarker zurück. Ich wusste ja nicht, dass die Dinger in der Lage sind zu fliegen. Mache ich jetzt eigentlich, weil ich auf 3 drücke? Ja, jetzt weiß ich da nicht mehr. Da war einer, da war hier irgendwo einer. Oder hier irgendwo? Gute Frage. Ja, da irgendwo. Da ist er. Nee, ich komme da jetzt nicht mehr hin, dann raste ich aus. Steht noch 5 auf meinem Jetpack. Das könnte knapp werden. 4. War auch irgendwie von hier aus sogar sichtbar, oder? Ja, da. Habe ich dafür überhaupt noch genug Energie? Oh, nee! Ja, nee. Warte mal. Ich habe meinen letzten Platzmarker nicht aufgesammelt. Willst du mich verarschen? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe doch nicht umsonst Anziehung. Und ach so, die Anziehung war aus. Das ist natürlich einiges. So, der gehört mir. Wo ist der Platzmarker? Willst du mich verarschen? Ich habe gerade den Block abgebaut und habe nur den Block bekommen. Da, hä, ich habe doch auf den Platzmarker gezielt. Egal, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall wieder mit. Dann mache ich das jetzt ein bisschen auf normaleren Ebenen. Oh ja, das kann ja gleich nochmal sterben. Ach, da wird man nicht rausgerissen. Okay. Und jetzt hierhin. Okay, jetzt brauche ich Mindestenergie, ansonsten komme ich da nicht hoch. Lol. 1000. Nee, das reicht wahrscheinlich nicht.
So, das sollte reichen, um da hochzukommen. Und flieg und sieg. 5. Was dir da ernsthaft, Leute? Einfach Kohle drin platziert. Kiste. Hier ist die Kiste, wo das Gereinigte hineinkommt. Hä? Hä? Du wurdest von Hydra erschlagen. Ja! Ja. Wie kann das sein? Wir hatten mir die ganze Zeit keinen einzigen Schaden. Standest du unter ihr oder wo standest du? Ich habe gerade hochgebaut zu ihr, damit ich sie besser am Kopf tragen kann. Weil sie kann nicht mit der einen Schlagattacke, die sie hat, eigentlich one-hitten. Was für eine Einschlagattacke? Ja, die tut dann quasi mit ihrem Kopf ausholen und voll gegen dich rammen. Oh, kann sein, dass sie das gemacht hat, als ich gerade hochgebaut habe. Obwohl sie sich eigentlich in dieser Phase quasi stillhält, also nicht mit dir mitbewegt. Ja, also wenn ich mich hochbaue, dann sehe ich das nicht mal. Ah, und jetzt trifft sie sogar mit ihrem blöden Feuer mal. Das Feuer ist echt schlimm. Das ist böse. It's evil Feuer. So, jetzt kann ich mich wieder nach Hause porten. Und mal eben nach oben gehen. Ab ins End. So, pass auf. Hier fange ich an. Also hier hinten. Sagen wir hier auf der Ebene. Merken, ich bin jetzt eine Ebene. Die Rüstung ist fast komplett kaputt. Fast komplett. Eine Ebene über der Ebene. Eins darüber, eins darüber, eins darüber, eins darüber. Okay, jetzt bin ich 2 drüber, jetzt bin ich gleich 3 drüber. Ich bin 3 drüber, 3 drüber, 3 drüber. 3 drüber, 3, 2, 1, genau richtig. Gut, dann kann ich das theoretisch sogar exakt hier machen. Haben eine gewisse also eine Maximalbegrenzung, die Fackeln, wie die voneinander entfernt sein können? Keine Ahnung. Wieso sollte ich das denn auch wissen? ETF? Hä? Irgendwas ist schon wieder kaputt. Also mich ja frage. Ach komm, wo ist denn dieser Kackausgang? Was auch, wenn ich hier einen hinsell? Ja, das funktioniert. Boah, saug die Fackel ein! Willst du mich jetzt verarschen? Wo ist die Fackel hin? Saug sie ein, saug sie ein, saug sie ein, saug sie ein. Boah, das war aber auch, das hat Jetpack Power gebraucht. Dann gebe ich mir wieder ein, WTF! Was? Die Rüstung ist echt nicht zu empfehlen. Wie bin ich gerade gestorben? Warte mal. Ich war doch schon durchs Portal durch. Und sterbe auf einmal in Höhe. Du fielst aus großer Höhe. Das ist doch unmöglich. Ich komme aus dem Portal raus, gehe Richtung Enchanting Table und verreck wegen Höhe. Wo ist da bitte was hoch? Ja, du bist wahrscheinlich vor dem Portal auf den Boden geklatscht und dann wird der Schaden nachgerechnet. Ich bin doch ins Portal geklatscht. Und jetzt hänge ich in meinen Kisten fest. Sowas hasse ich am meisten. Diese Kacklegs. Merk dir, wo ich bin, Server. Merkst dir und lass mich gehen. Auf und ab, auf und ab. Die ganze Zeit hängt man nur irgendwo dumm rum. Ich kann nicht mal einen Block hier setzen, weil natürlich die Kiste da ist. Nee. Was hast du gerade alles eingesammelt? Ich gar nichts. Was soll ich denn einsammeln? Ich habe aber gerade lauter Einsammelsounds gehört.
Ich habe Leertaste geschmasht. Du meinst doch das Geräusch. Nein, ich meine den Einsammelsound von Items. Na, dann hatte ich den jedenfalls nicht. Ich habe jedenfalls immer noch das gleiche im Inventar. Und ich hänge immer noch in der Kiste, das kann doch nicht wahr sein. Komm, Kiste. Ich kann sie ja nicht abbauen, normalerweise baut man ja den Block ab, auf dem man steht. 3 drüber, 4 drüber. Im Normalfall kann man aus Kisten rausfliegen, also im Jetpack kann man da im Normalfall rausfliegen aus solchen Testpackungen. Du hast, boah, wenn du so dumm bist und es wegtust, dann kannst du nur versuchen, ja, was glaubst du, wo das ist? In meiner Buttbox hier, verdammt. Ich kämpfe doch keine Hydra nicht mit dem Jetpack, was soll ich denn damit? Ja, natürlich, das habe ich gemacht, das hat perfekt funktioniert. Ich stand die ganze Zeit vor dir und habe auf sie eingeschlagen. Bei den Legs würde ich das doch niemals schaffen, da auch noch hin und her zu fliegen. Locker Uzi. Bam. Was sind die anderen beiden Platzmarker? Einen habe ich schon bekommen. Okay, da ist der zweite. Der muss nur noch eingesammelt werden. Jetzt teleportierst du dich wieder, jetzt sammelt er ihn nicht ein. Toll. Ah, aber ich hab Pech. Jetzt habe ich einen zweiten eingesammelt. Wo ist denn jetzt der dritte? Ist er jetzt wieder hier irgendwo auf den Boden geklatscht? Hallo, Platzmarker. Wo bist du? Habe ich jetzt wieder einen verloren? Darf ich jetzt wieder einen cheaten, damit ich wieder alle habe? Ja, wie scheint. Aber der war sein. Wieso brenne ich? Wieso bin... Ja, weil die Hydra dich angezündet hat! Nein, hat sie nicht. Ich stand hinter meinem Schutzwall. Wie will die mich da treffen? Der Feuer richtig, geht... Das Feuer nicht. Geht durch? Das... Ja, genau. Wie lächerlich wäre das denn, wenn das Ding da... Ja, natürlich. Das Feuer ist ja in der Form ja kein Block und so. Und von wem kam die Explosion, weswegen hier ein Riesenkrater ist? Ja, okay, das auch die Hydra? Kennst du die? Ja, da hat diese andere Attacke, mit der er so Explosionskugeln schießt. Die machen Boom. Hast du die noch nicht gesehen? Anscheinend macht er die erst in der zweiten Hälfte des Kampfes. Jetzt nein, ist auf jeden Fall er, alles am Arsch. Nein, macht er nicht. Die hat er bei mir schon anfangs gemacht. Jetzt brennt hier alles, ist zerstört. Ich kann nicht mal hochhüpfen. Nee, so kann ich nicht kämpfen. Dann müsste ich fliegen. Und fliegen geht nicht. Hey, schießt immer. Doch, natürlich geht fliegen. Ja, bei dir, wenn's flüssig läuft. Aber soll ich fliegen? Ich habe schon mal versucht, fliegen zu kämpfen, wenn es nicht flüssig läuft. Du... Nee, geht nicht. Du triffst nie. Tja, und jetzt habe ich gerade gegen ihren Kopf geschlagen und was passiert? Nichts. Ich meine, wofür hat sie ein offenes Maul, wenn sie keinen Schaden kriegt? Zum Spaß. Fangt das Ding jetzt an? Ja, es fängt an. Wie scheint. Wenn ich das gerade anhört, klingt das nicht gut. Ich will mein Jetpack wieder haben. Ja, sie fängt an. Ach so, sie baut die Blöcke ab, weil die ihr im Weg stehen. Okay. Das Aussehen aus der Query fliegen jetzt lauter komische kleine rote Pixel. Und die landen jetzt da, wo Blöcke sind, die der Query im Weg sind, für das Aufbauen der richtigen Query. Macht sie jetzt kaputt. Die hat sich gerade selbst getroffen. Oder auch nicht, WTF. Nee, so geht es nicht. Ich hüpfe schon wieder in Zeitlupe. Das geht nicht. Sag mir, dass ich es überlebt habe, als ich disconnected bin. Also bislang steht nicht da, dass du tot bist. Wunderbar. Ich helfe eben der Query, falls sie jetzt gerade überhaupt abbaut. Ich kann mal nachschauen. Muss nur gucken, in welche Kiste sie es gepackt hat. Scheinbar baut sie jetzt noch gar nicht ab. Oh. Okay, wie es scheint, kann sie das in der Form noch nicht abbauen. Finde ich ja ein bisschen doof. Ist der Block gerade neben mir abgebaut worden? Doch, sie baut irgendwie ab. Ich helfe der mit. Ich helfe der mit. Ich helfe meine Query bei der Arbeit. Die Randdinger müssen nämlich definitiv auch weg, da baut sie ihre Randstützen.
Die baut wirklich teilweise ab. Gut, ich helfe da mal meiner Query. Tschüss.